Der verlorene Sohn, er kommt nach Hause. Darf man das so sehen, oder? Ja, darf man so sehen, auf jeden Fall. Aber kicken willst du nicht bei uns erstmal wieder, oder? Nee, vor März werde ich hier nicht auf dem Platz stehen. Ach so, ja, hat es da was gegeben? Bist du verletzt? Nein, ich werde vor März hier auf dem Weberer Berg nicht mehr auf dem Platz stehen. Genau, dann müssen wir nochmal neu verhandeln dann, oder? Genau. Ja. Aber du bist nie so richtig weg. Du bist immer so mit einem Ohr, mit einem Auge beim UFC, oder? Ja, ganz genau. Ich verfolge das sehr intensiv und bin auch öfter mal da. Ich war gegen Mannheim jetzt da, heute bin ich wieder da und ja, ich freue mich mal wieder hier im Stadion zu sein. Und wir freuen uns auch, dass du da bist und vor allen Dingen verfolgen wir dich auch immer sehr, sehr genau und sind richtig stolz, dass wir hier so jemanden haben, der vom UFC in die große Welt jetzt für Furore sorgt. Ja, danke schön. Ja, es läuft wirklich sehr gut und ich bin sehr froh, dass ich diesen Weg gegangen bin und dass es auch so gut für mich läuft. Handle dich gut in Gladbach. Ja, ist wirklich super da. Ich bin sehr froh, diesen Schritt gegangen zu sein und bereue ihn auf gar keinen Fall. Aber was die nicht haben, ist so ein geiles Fanradio, oder? Das stimmt, das haben die nicht, nee. Ja, da wird es vielleicht Zeit, dass ich die mal ein bisschen schule, oder? Ja, kannst gerne mal vorbeikommen und denen das mal zeigen. Ich wünsche dir alles Gute und heute ein schönes Spiel und dass du Grund zum Jubeln hast. Dankeschön, ich drücke die Daumen. Danke. Ja, Markus Müller, ich glaube, das ist ein Spiel als Mittelstürmer wie gemalt, oder? Für die gesamte Mannschaft gemalt. Ja, erstmal für dich. Ja, persönlich natürlich auch. Klar, zwei Tore, eine Vorlage ist natürlich, ja, wie man sich vorher erträumt hat. Aber wichtig ist, dass wir die drei Punkte eingefahren haben und alles andere habe ich nur meinen Teil dazu beigetragen. Ihr habt so ein bisschen was, denke ich, gelernt aus dem letzten Heimspiel, oder? Da seid ihr auch früh in Führung gegangen, aber diesmal habt ihr nachgelegt. Ja, wir haben gesagt, wir wollen das Tempo ein bisschen variieren. Nicht alles in die erste Halbzeit reinlegen, aber ich denke, das, was wir heute gespielt haben, war von der ersten bis zur 90. Minute fast aus einem Guss. Klar haben wir die zweite Halbzeit ein bisschen hinten drin gestanden, aber das gehört auch dazu. Die zweite Mannschaft von Kaiserslautern ist ja auch kein Kanonenfutter. Aber ja, wie gesagt, wir haben sehr verdient hier gewonnen. Zweite Halbzeit, du hast gesagt, waren ja so zwei, drei Situationen, wo man mal kurz schnaufen musste. War der da unkonzentriert oder war das schon ein bisschen Müdigkeit oder waren die anderen einfach gut? Ja, wie gesagt, so eine zweite Mannschaft ist immer spritzig, gallig über 90 Minuten, die wollen immer Fußball spielen. Und das haben die euch gezeigt hier, ja. Und dass man da auch mal ein bisschen ins Hintertreffen gerät, wenn man am Dienstag gespielt hat, ist ganz normal. Letztes Wort zu dir. War jetzt so eine kleine Durststrecke, die du hattest, ja, hast dich aber nicht hängen lassen und gerade letzte Woche war es ja sehr, sehr schwer gewesen und heute dann diese zwei Tore, das ist doch, ja, das ist doch genau das, was einem dann das Selbstvertrauen gibt, dass man erfolgreich weiterspielt, oder? Ja, so lässt sich unter Weihnachtsbaum leben, auf jeden Fall, aber wie gesagt, wir sind jetzt 8 Punkte vorm Tabellendritten und das ist schon aller Ehren wert. Na gut, nächste Woche wird da dann das Spiel ganz Pirmasens, habt da noch eine Rechnung offen, aber das sind ja gerade die schweren Spiele dann wahrscheinlich, ne? Absolut, absolut, aber wir haben da eine Rechnung offen und alles oder gegen alle, gegen die wir eine Rechnung offen hatten, haben wir bisher bravourös gespielt und das wollen wir auch nächste Woche machen. Das ist perfekt. Heute ein bisschen ungewohnte Position von Anfang an? Ja, ich habe sie ja letzte Saison schon das ein oder andere Mal gespielt und ja, ganz ungewohnt war es nicht und ja, ich habe mich wohl gefühlt heute. Also ich denke, es ist wichtig, überhaupt zu spielen. Ja, nach den letzten Wochen, in denen ich ja nicht so viel gespielt habe, habe ich mich gefreut, heute wieder von Anfang an zu spielen. Und ja, habe mein Bestes gegeben und hoffe, dass ich nächste Woche wieder spiele. Zum Spiel an sich, im Nachhinein würde man sagen, souveräner 3:0-Sieg. Aber zwischendrin gab es ja doch ein, zwei Situationen, wo es ein bisschen wackelig war. Ja. So zweite Halbzeit. Ja, ich glaube, wie Sie schon sagen, die zweite Halbzeit. Die erste Halbzeit haben wir ganz klar dominiert, sind, glaube ich, verdient in Führung gegangen, auch in der Höhe. In der zweiten Halbzeit haben wir dann etwas nachgelassen, machen kurz vor Schluss noch das 3:0 und ja, so kann es weitergehen. Ja, wir haben es schon gesagt, nächste Woche Pirmasens, da habt ihr noch eine Rechnung offen, oder? Ja, klar. Ja, das ist das einzige Spiel, was wir in der Hinrunde verloren haben. Und ja, da wollen wir nächste Woche hier zu Hause die nächsten 3 Punkte hier in der Festung behalten und dann geht's weiter. Wir haben das Gefühl, des souveränen Tabellenführers zu behalten, oder? Ja, klar, wenn man oben steht, dann will man da auch nicht mehr weg. Und ja, so ist es auch bei uns. Wir stehen oben, wir wollen da nicht mehr weg. Und so treten wir Spiel für Spiel auf. Alles klar, vielen Dank. So können wir es lassen, ne? So in den ersten 10 Minuten schießt du das 1:0 und dann können wir das Spiel einigermaßen entspannt angehen. Ja, unterschreibe ich so natürlich. Ne? Ja, wir sind das Ding wieder hochkonzentriert angegangen, sind wieder gut in die Partie reingekommen, hatten auch vorher schon die eine oder andere Möglichkeit in Führung zu kommen. Letztes Mal wurde es so ein bisschen kritisiert, dass wir das zweite nicht nachgelegt haben. Heute ist uns sogar das geglückt und ja, deswegen sind wir hochzufrieden. Weil jetzt die Kaiserslauterer ja eigentlich hoch gehandelt waren und ihr habt ja wirklich gut ausgesehen, bis auf ein paar Phasen in der zweiten Halbzeit, oder?
Ja, aber das wundert uns ja nicht. Wir wissen, dass wir nicht umsonst da oben stehen. Wir sind uns unserer Qualitäten ja auf jeden Fall bewusst. Und ja, deswegen haben wir auch hochverdient heute gewonnen. In der zweiten Halbzeit, ich hatte es schon gesagt, waren so, wie gesagt, ein, zwei, drei Szenen, wo die Lauterer dann doch, wo wir ein bisschen Glück hatten. War der da ein bisschen müde oder ein bisschen unkonzentriert oder waren die einfach gut? Ja, letztendlich muss man sagen, dass auch die Lauterer eine gewisse Qualität haben natürlich. Wir haben sie nicht unterschätzt. Wir wussten, dass sie auch die eine oder andere Möglichkeit bekommen werden. Es ist in 90 Minuten nie ganz auszuschließen. Ja, sicherlich hatten wir auch mit dem Pfostenschuss Glück. Vielleicht kann der Elfmeter auch gegeben werden. Da muss ich mir nochmal die Situation angucken, aber... Ja, letztendlich steht die Null, vorne drei Tore gemacht und ja, dann ist es ein hochverdienter Sieg. Ja, du selbst war ja ein bisschen überraschend heute, also für uns als Außenstehende, du hast auf der linken Seite angefangen. Ja, überraschend. Für mich sind die beiden Außenpositionen egal. Ich spiele rechts wie links. Natürlich präferiert auf der rechten Seite, aber wenn der Trainer mich auf die linke steckt, ja, ist es eben so, nehme ich mit, kann ich auch spielen, deswegen ist gar kein Problem. Ja, die schreibende Zunft oben auf der Tribüne war ganz traurig, dass das Dreamteam Röser Mangafitsch auseinandergerissen wurde. Ja, wir verstehen uns gut, aber wie man heute gesehen hat, harmoniere ich auch ganz gut mit Theo. Ja, deswegen hat er da keine Partner auseinandergerissen, sondern einfach ein neues Duo aufgebaut, würde ich sagen. So, jetzt volle Konzentration auf Pirmasens. Die vermeintlich leichten Gegner sind ja oft die schwersten. Ja, wir sind einfach so eine gereifte Mannschaft, glaube ich, dass wir keinen Gegner unterschätzen. Wir werden uns jetzt wieder regenerieren und dann absolut professionell auf das nächste Spiel vorbereiten. Und dann werden wir wieder versuchen, die drei Punkte mitzunehmen. Alles klar. So, der Präsident ist nochmal da, der OFC, ja, ich sag's immer so ein bisschen flapsig, ist auf Feiertour, ein Sieg nach dem anderen, das sieht ja richtig gut aus. Ja, es ist fantastisch, was zurzeit auf dem Spielfeld unten abgeht und wir müssen aber ruhig bleiben, wir dürfen nicht den Boden verlieren, wir müssen weiter jeden Spieltag neu uns motivieren und dafür sorgen, dass wir da unsere Hausarbeit machen. Ist noch gar nichts entschieden, es sind noch viele Punkte zu vergeben, aber man muss auch mal genießen können. Ja? Und das ist auch tatsächlich so, dass die Hinrunde ja fantastisch mit dem heutigen Spieltag beendet worden ist und daher mein größtes Lob an Trainer, an den gesamten Trainerstab, Mannschaft, Geschäftsleitung. Das ist fantastisch, was da passiert ist diese Saison. Ja. Da gibst du mir ein gutes Stichwort, ein Trainer und höchstes Lob, sagst du einerseits. Andererseits, so habe ich es jetzt ein bisschen entnommen aus den Diskussionen. Ich weiß jetzt nicht, wie das wirklich ist. Deswegen frage ich dich ja kritisch nach. Was ist denn da von wegen, der Trainer soll nicht verlängert werden? Nein, ganz und gar nicht. Das steht überhaupt nicht zur Debatte, dass man nicht verlängern will. Ganz im Gegenteil, wir sind äußerst zufrieden, wie das zurzeit läuft. Aber wir müssen natürlich schauen, dass das Rechtliche im Rahmen bleibt. Und wir haben nun mal verschiedene Strukturen bei uns in unserem Verein. Und dass der Aufsichtsrat ist gebeten worden, dazu eine Stellung abzugeben. Du bist ja nicht nur Präsident, sondern du bist ja jetzt auch momentan Aufsichtsratsvorsitzender. Genau, und das ist auch meine Aufgabe des Aufsichtsratsvorsitzenden, kann ich nur sagen, dass wir vom Aufsichtsrat sehr wohlwollend dem gegenüberstehen, mit dem Trainer zu verlängern. Aber wir müssen natürlich da auch, der Vertrag muss uns einmal vorliegen und es muss natürlich die Budgetplanung vorliegen, weil erst dann können wir überhaupt dazu ein abschließendes Statement geben. Wir haben jetzt Informationen bekommen gestern Nacht noch, sodass wir sicherlich innerhalb der nächsten 14 Tage, drei Wochen uns zusammensetzen werden, nochmal vom Aufsichtsrat, um da Finale zu entscheiden. Also war es weniger ein Zögern, war gar kein Zögern, sondern mehr so die Sorgfaltspflicht, der nachzugehen? Genau, das ist ja unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe eben nicht medial mit der ganzen Euphorie mitzugehen und vielleicht schnell nach außen in Entscheidungen zu kommunizieren, sondern immer genau das zu machen, was rechtlich und was natürlich auch von uns erwartet wird, dass wir die Entscheidung so treffen, wie wir es auch von unserer gesamten Vereinsstruktur hervorgegeben bekommen. Und das tun wir und danach arbeiten wir auch. Vielen Dank für diese klärenden Worte. Danke. Danke dir auch. So, meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel Kickers Offenbach gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern. Ich darf begrüßen den Trainer des 1. FC Kaiserslautern, Konrad Fünfstück, und natürlich auch unseren Trainer Nico Schmidt und darf Herrn Fünfstück bitten um sein Statement. Gut, zunächst mal herzlichen Glückwunsch an Kickers Offenbach zum Heimsieg. Unterm Strich ist der Sieg verdient für Offenbach, muss man sagen. Wir haben uns das Spiel natürlich ein bisschen anders vorgestellt, auch wenn wir wussten, dass es heute sehr schwer werden wird für uns, zumal die Mannschaft ja kräftig durchgewürfelt wurde mit unserer Besetzung heute. Wir hatten 6 Spieler, die entweder jetzt nach langer Verletzung zurückgekommen sind oder
aufgrund von Einsätzen Lizenzmannschaft, wo Junge hochgekommen sind, nicht so berücksichtigt wurden bis jetzt. Und deswegen war es für uns in der ersten Halbzeit relativ schwierig, die Ordnung zu finden und überhaupt am Spiel teilzunehmen. Haben dann mit dem ersten Torschuss von Offenbach das Tor bekommen, 0-1. Und dann war eigentlich das, was wir uns vorgenommen hatten, gleich mal dahin. Haben dann 2-0 bekommen. Und dann ist es natürlich für so eine junge Mannschaft, die wir sind, ein Lernprozess, dass du hier in Offenbach nicht auseinanderbrichst. Halbzeit haben uns dann gesammelt, haben dann einfach uns vorgenommen, dass wir hier eigentlich gar nichts zu verlieren haben oder auch nicht hatten vor dem Spiel, aber dass wir uns einfach hier wehren wollen. Und ich denke, zweite Halbzeit war das ein richtig guter Auftritt von uns. Was einfach momentan ein bisschen fehlt, sind so Kleinigkeiten. Und wenn ich sehe vor dem 2-0, was wir machen, ein klares Foulspiel am Thorsten Reis, wo Freistoß für uns geben muss, wir kriegen im Gegenzug das Tor. Wenn ich zweite Halbzeit sehe, wo wir das Spiel sehr ausgeglichen gestaltet haben, der Innenpfostenschuss vom Erwin Parra, wenn ich die Möglichkeit sehe, wo wir jetzt auf dem Video auch nochmal gesehen haben, klarer Foulelfmeter am Erwin, dann glaube ich, kann es, wenn es ein bisschen gut läuft, auch nochmal hektisch und kritisch werden. Und Offenbach macht dann nach einer Standard den dritten Treffer. Unterm Strich war das hier ein Bonusspiel. Wir gratulieren Offenbach hier nochmal zum Sieg und für unsere junge Mannschaft heißt es weiter fleißig üben und trainieren und dann freuen wir uns jetzt schon aufs Rückspiel. Danke. Danke, Rico. Ja, zunächst, Foul ist immer, wenn der Schiedsrichter pfeift. Das war kein Innenpfosten, sondern das war ein Pfosten, der rausgegangen ist. Danke für die Glückwünsche. Für meine Mannschaft zählt, dass sie am Dienstagabend ein schweres Spiel hatte gegen Hessen-Kassel, was von der Gegnerschaft her nicht zu vergleichen war mit heute. Kassel war stärker, gerade in der zweiten Halbzeit am Dienstagabend. Meine Mannschaft hat es richtig stark transferiert zum heutigen Spiel, den Dienstagabend in der ersten Halbzeit mitzunehmen, in die erste Halbzeit heute gegen Kassel-Sauder, zweite Mannschaft. Mit einem Wechsel, Martin Röser rübergenommen auf die linke Seite, Sascha Korb, um dort etwas mehr Dynamik aufzunehmen. Vielleicht auch den Gegner etwas zu überraschen, was uns ja auch sehr, sehr gut gelungen ist. Und den Christian auch eine Pause zu geben, Pause im Sinne von ein bisschen Druck rauszunehmen, weil ja ganz viele Dinge auch auf den Christian einströmen, wie auf die gesamte Mannschaft, wann schießt er sein 10. Tor. Und wie wir die Tore herausgespielt haben, war hervorragend. Das zeigt insgesamt die erste Halbzeit. Ganz viel Ballbesitzspiel, sehr dominant aufgetreten. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass Kaiserslautern, auch wenn sie eine zusammengewürfelte Mannschaft ist, eine junge Mannschaft ist, das sind alles auch Profis, kaum vors Tor gekommen ist, außer mein runder Ball. Das spricht für meine Klasse, für die Klasse meiner Mannschaft. Richtig stark, auch sehr aufmerksam gewesen. Auch die richtigen Entscheidungen getroffen, mal sich fallen zu lassen, nicht zu hoch zu spielen. Weil wir gesehen haben, auch beobachtet haben, dass sie dort immer wieder auch versuchen, dort in das Zentrum reinzuspielen. Dort haben wir viele Balleroberungen gehabt und daraus uns schlussendlich, wenn wir da wieder auch nur ansatzweise kritisch umgehen wollen, ist, da muss noch ein drittes fallen, da ist der Kuchen gegessen, da ist der Drops gelutscht. Das haben wir nicht so geschafft. 2-0 ist aber ja auch ein komfortables Ergebnis. Die Möglichkeiten hatten wir ja gehabt. Ich denke an Theo, der dort überragend bedient wird von Martin Röser über die linke Seite im Strafraum. Da kann ein Tor fallen, da steht es 3-0. Und zweite Halbzeit mitgegeben aus dem Spiel Kassel, wo wir dort dann zu viel aufgegeben haben gegen Kassel. Weil die Kasseler auch sehr dominant aufgetreten sind, sehr, sehr robust auch aufgetreten sind. Das haben wir heute ein Stück besser hinbekommen in der zweiten Halbzeit. Wir wissen, dass die letzten Wochen unheimlich anstrengend waren für meine Mannschaft. Wir sind seit Mitte Oktober im vollsten Spielbetrieb und so ein Spiel wie Karlsruhe, das wirkt heute auch noch nach bei vielen Spielern, die Stammspieler sind. Und können eigentlich schon kurz nach der Halbzeit ein Tor machen. Ein drittes Tor wäre auch wieder das Spiel schon eher entschieden gewesen. So muss man einfach, das erwarte ich einfach von der Nachwuchsmannschaft, von der Ausbildungsmannschaft, dass die auch
sich Chancen erspielen. Zu viele waren sie nicht, nämlich korrekt zwei. Man kann streiten über den Elfmeter. Wir hatten auch ähnliche Situationen schon in der Runde, wo der Schiedsrichter nicht pfeift. Das gehört zum Fußball mit dazu. Und wir sind natürlich froh, dass wir dann das dritte nachlegen konnten. Hochverdient meiner Mannschaft, 42 Punkte, spricht eine deutliche Sprache. Nicht, weil wir dort euphorisch sind, weil wir die Dinge falsch einschätzen, sondern ganz nüchtern, ganz sachlich und trotzdem unheimlicher Druck auf dem Kessel ist. Es ist eine Riesenrunde, die die Mannschaft spielt. 15. November letzten Jahres mit dem Kassel-Spiel, Pokalspiel, Hessen-Pokal, ging das ja dann los. Davor haben wir auch gut gespielt, wie zum Beispiel auch in Kaiserslautern. Da haben wir 0-2 verloren, 18-7 Chancenverhältnis, aber wir haben kein Tor geschossen gehabt damals. Und jetzt haben wir viele Tore geschossen. Da können Sie auch lachen hier hinten. Ja? Ich freue mich. Wir sehen uns ja nächstes Jahr nochmal. Freue ich mich schon drauf. Auf dem Betzenberg. Das Spiel. Hoffentlich dann auch aufmunitioniert. Und jetzt lassen wir das erstmal setzen. Gehen die Dinge ruhig an. Und dann haben wir die nächste Aufgabe Pirmasens vor Augen. Und da haben wir ja auch noch was abzuarbeiten. Danke. Danke. Gibt es noch weitere Fragen an die beiden Trainer? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann wünschen wir dem FCK alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Ihnen noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns gegen FK Pirmasens nächsten Samstag.